Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu Valheim. Ja Leute, es ist ein bisschen was passiert. Ich habe uns hier einen Kochtopf hingestellt. Einen Kessel. Ich habe uns auch schon ein bisschen was gebrutzelt. Wo habe ich es hin? Hier. Wildschwein-Dörrfleisch. Das ist das gute Zeug. Ein Fermentierer haben wir auch. Der braucht aber ewig irgendwie. Dann habe ich hier zugemacht beide Kisten und habe hier so Holzklappen hingemacht, dass man nicht unbedingt die Kisten alle sieht. Und ja, einen Haufen Kupfer habe ich gemacht. Was ist denn da drüber los? Hallo? Geht ja voll ab. Ja, Ziel für heute ist auf jeden Fall. Pass auf, wir holen mal die ganze Bronze raus. Muss ich nur gucken, wo die ist. Da war das. Hier. So, alles. Das alles. So, Momentchen. Jetzt fehlt eins. Ne, mach das so. Toto, du schaffst es. Ich möchte mit euch heute auf jeden Fall die komplette Bronzerüstung bauen. So, und dafür machen wir das einmal so. Und so. Ah, noch einmal, dann reicht's. Nice. So, was brauchen wir? Wir brauchen Hirschfell, Hirschfell, Hirschfell. Hier. Hirschfell. Ist gar kein Problem. Das steht sogar eigentlich da draußen rum, gell? So, ups. Wo war's denn jetzt wieder? Wo war's denn wieder? Ich habe eine Ordnung, sage ich euch. Ah, ist doch. Schmiede. Einmal den Brustpanzer. Einmal den Beinschutz. Hallo? Was ist das? Einmal den Beinschutz. Und einmal den Helm. Perfekt, das ging ja genau auf. So, dann haben wir hier unsere alte Materialkiste. Einmal ausziehen. Bams. 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 So. Perfekt. Damit unser Toto nun ein Bronzekrieger. Schick sieht er aus, ja? Ja, passt doch. So, dann haben wir die Axt, vielleicht noch der bessere Bogen. Was brauchen wir dafür? Edelholzbogen. 10 Edelholz, 10 Kernholz und 2 Hirschfell. 10 Edel, 10 Kern. War, glaube ich, hier sogar in der Kiste irgendwo, gell? Naja, naja. Alles da. So. Zack. Können wir den auch gleich noch aufwerten? Das wäre richtig nice. Nochmal. Ja, was soll der Geiz? Perfekt. Gut, das gibt die Werkbank dann auch schon gar nicht mehr her. Sollen wir mal vergleichen? Was haben wir jetzt? ...38 Schaden. Und der macht... ...28, okay. Perfekt. Naja. Dann können wir uns so auch langsam an den... Halt. Das kommt da rein. Können wir so uns auch langsam an den zweiten Boss dran wagen. Ja, das ist halt echt ärgerlich. Wie lange brauchst denn du, Kollege? Hä? Ups. Ja, erstmal draufkauen. So, komm her, wir nehmen das noch. Zack. Und dann du da rein. So. Zack, perfekt. Gut. Das wäre erledigt. Ich war natürlich auch ein wenig unterwegs.
Du kommst dahin. Pass auf, ich zeige euch das mal kurz. Ich habe hier das ganze Kupfer alles abgefarmt. Die beiden, das da habe ich schon angefangen. Die Ini ist, glaube ich, auch fast leer. Und hier unten bei der Kampfarena vom Uralten war ich auch schon. Jetzt ist es allerdings so, dass die Insel hier auch schon ziemlich dem Ende entgegengeht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Schiff. Und werden unseren Hafen auch benutzen müssen. Eigentlich gar nicht schlecht. Ah, und. Boah, das muss ich euch auch noch zeigen. So, auf ist erstmal ein bisschen was. Dann kann ich das hier rausmachen. Alles. So drücke ich jetzt auch immer die falsche Taste. So wäre es besser, genau. So. Unsere Schweinchen. Sind sie mittlerweile? Okay, es geht mittlerweile wieder. Ich habe bei denen da unterm Boden im Stall habe ich jetzt eine Werkbank vergraben. Ich habe das einfach ausgeschlagen und habe da die Werkbank drunter gebaut, weil plötzlich war da ein so Gräuling ist bei denen drin gespawnt. Und hat die einfach angegriffen, dann waren unsere ganze Schweine tot. Das war richtig traurig. Und dann habe ich gesagt, so geht's nicht. Und wenn so eine Werkbank da in dem Umkreis, dann spawnen die halt nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, bau da mal so eine Werkbank rein. Ist jetzt nichts wahnsinnig Tolles. Die ist halt einfach nur unterirdisch versteckt. Dass ihr das wisst. So, wo waren jetzt die Leder wieder? Ach, Aro, du und deine Ordnung. Hier ist. Oh. Ah, da oben habe ich auch einen hingehängt. So ein Hirsch. Schön. So, die zwei Fleisch putzen wir uns durch. Dann haben wir das zum Essen. Ja, das passt so. Ich hätte halt gerne die Tränke noch mitgenommen. Wie viele Pfeile haben wir? 39. Könnten wir uns auch noch ein paar bauen, oder? Ach, die brauche ich. Oh, nee. So lieber. Die zwei Fleisch. Sehr gut. Dann, zack. Feuerstein. Ne, Feuerpfeil. Holz und Federn. Oh, Federn könnte wahrscheinlich eng werden. Federn weiß ich jetzt nicht genau. Einmal Holz. Federn sind nicht mehr so viele da. Egal, hauen wir mal alles durch, was wir haben. Ja, geht doch. Ist doch in Ordnung. So. 140 Stück sollten reichen. Und dann habe ich noch einen Trick gesehen. Das könnten wir vielleicht auch noch machen. Holz und Steine. Habt ihr irgendwo Steine? Spiel, veräppel mich doch nicht. Das sind Steine. Genau. Beim zweiten Boss, das ist ja der. Ja, der Waldboss. Da stimmt irgendwas nicht, dass der so lange braucht, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall kann man den anzünden. Finde ich eigentlich eine ziemlich nice Idee, dann hat man schon mal die halbe Miete. Probieren wir gleich zusammen. So, passt auf, laufen wir rüber, oder? Bin dafür. Gehen wir los. Zum zweiten Boss. Mehr als den Bogen brauchen wir für den sowieso nicht. Ist noch irgendwas, was ich euch zeigen muss unbedingt? Ich glaube nicht. Ja, die Kupferstellen sind halt alle schon weg.
Ich sehe, ich habe auch schon die Bronzespitzhacke. Das auf Toto, nimm mal noch ein bisschen Holz mit hier. Wie viel haben wir? 8. Na komm. So müsste es eigentlich passen. Der Boss ist jetzt ja auch nicht so dermaßen schwierig. Ah, ich habe angefangen hier die Brücke zu bauen. Da gehen wir jetzt eh gleich vorbei. Könnt euch das mal anschauen. Es ist nicht so einfach wie gehofft. Kann ich euch gleich sagen. Aber es geht schon. Hallo, Herr Skelettos. Halt. Klack. Hier haben wir noch Kupfer. Habe ich das schon markiert? Ja, das habe ich markiert. Gut. Das ist wichtig. Ach du, du und deine Ausdauer. Es muss echt besser werden. Irgendjemand schmeißt schon wieder mit Steinen nach uns. Ich hab's genau gehört. Aber für sowas haben wir jetzt gerade keine Zeit. Das Kupfer hier habe ich auch schon markiert. Das passt. Und dann hier die angefangene Brücke. Im Rohbau. Wo ist sie da drüben? Da ist die kleine Insel. So. Hier, schaut es euch an. Klack. Hey. Zack, perfekt. Bis hierhin ging es relativ problemlos und dann hier. Hier fängt es an. Also es ist quasi auch eine kleine Brücke. Aber ja, ihr seht's, es ist eher eine Naturbrücke geworden. Liegt einfach daran, dass ich keine Lust mehr hatte. Muss ich ehrlich sagen, das war echt hardcore. Jetzt habe ich gedacht, ich hole euch mal wieder dazu. Mach nicht alles alleine. Das Lederhasch, okay. Und dann machen wir jetzt den zweiten Boss. Und dann gibt es nächstes Mal wieder ein kleines Baurindchen oder so. Oder wir gehen mal richtig auf Erkundung. Weil hier ist die Insel dann ziemlich am Ende. Also das ist wirklich auch nur eine kleine, feine Insel. Noch ein paar Pilze können wir auch noch mitnehmen. Sehr gut. Mehr Pilze. So, jetzt nur aufpassen, dass wir keinen Troll erwischen. Und muss der nämlich leider auch noch weg. Da unten, guckt euch das mal an. Da habe ich auch gedacht, boah, da könnte man auch eine, oder hätte man sich auch niederlassen können. Sieht echt nice aus. Das sieht echt toll aus. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wird es jetzt dunkel? Nee, oder? Kann ja fast nicht sein. Ich habe euch am frühen Morgen dazu geholt. Ach, jetzt habe ich die Swirtling-Kerne nicht dabei, gell? Oh. Ah, extra gesammelt und doch vergessen. Ich denke noch, oh ja, cool.
Naja, dann. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Ich mache einen kleinen Schnitt, bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich hab's geschafft. Es ist sogar tatsächlich die Nacht vorbeigegangen. Ja, komm her. Oh. Und es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, bestes Wetter für den Bosskampf. Wenn wir dort sind, müssen wir gleich noch ein bisschen was essen nochmal. Und dann sollte das aber funktionieren. Hoffe ich. Genug Material für Lagerfeuer habe ich auch dabei. Da bin ich sehr gespannt auf unseren Bosskampf. Ich glaube, wir lassen es noch ein bisschen heller werden. Aber hinlaufen können wir ja schon mal. Hier die ganzen Freunde außenrum müssen wir sowieso wegkriegen. Stimmt mit dir nicht. Hallo? Jetzt wollt ihr aber alle was wissen, ne? Tschüss. Ein Glück kam die jetzt noch. Weil im Fight können wir die nicht gebrauchen. Das ist hier auch ein bisschen eine unglückliche Stelle, wie ich finde. Weil das links und rechts so abschüssig ist. Aber das kann man sich halt alles nicht aussuchen. Okay, wir können nichts mehr essen. Ja, dann ist das halt so. Reichen die jetzt wenigstens? Du bringst das Opfer da. Okay, los geht's. Wo kommt er? Da vorne. Okay, das war's. Bränder? Halt, die vier Toto. Er brennt, oder? Ah. Okay, in dem Video, wo ich es gesehen habe, hat das besser geklappt, aber der hat sich auch viel besser angestellt. Sieht ganz schön krass aus, der Typ. Jetzt haben wir keine Ausdauer. Der bewegt sich halt aber auch gar nicht, gell? Aua. Ne, der bewegt sich kein Stück. Warum bewegst du dich nicht, Digga? Normalerweise laufst du doch. Sieht das an, der hat gar keine Lust zu laufen. Ne, da bewegt sich kein Meter. Okay. Wenn wir jetzt. Das ist hier nicht möglich. Da ist aber möglich. Lauf, 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 lauf. Jetzt kriegt er dauerhaft Schade durch das Feuer, kann das sein? Nee, es ist schon wieder weg. Das war jetzt durch unser Pfeil. Dass sich rausbewegt. Schieß aber auch mehr daneben, wie dass ich triff, kann das sein? Weg, weg, weg. Aua. Aua.
Ja, beweg dich mal hier zu uns. Raus aus den Wurzeln. Das funktioniert doch so. Das mit dem Lagerfeuer finde ich jetzt trotzdem ein bisschen komisch. Ja, genau, dich brauchen wir jetzt. Aua. Kollege hier. Das war schon mal daneben. Es ist schade, dass es sich jetzt nicht bewegt. Irgendwie finde ich das doof. La la la. Irgendwie scheint er mir gerade ein bisschen buggy zu sein. Kann das sein? Oder liegt es vielleicht an der Position von der Arena? Oder ist das wegen... Aber nee, wegen der Bergbank kann es ja nicht sein, oder? Er ist ja gespawnt. Das heißt, er wird auch in den Bereich der Bergbank reinlaufen. Können wir jetzt was essen? Passt. Der Uralte wird nicht mehr jünger. Oh. Toto, wohin? Ich darf nicht leichtsinnig werden, sonst ist der Kampf schnell vorbei. Der Damage macht er gut. Das kann er. Ja, aber ist doch entspannt, oder? Keine Wurzeln, ich fühle mich gerade irgendwie, als wären wir in so einem Loop. Aber vielleicht bewegt das sich auch wegen den Lagerfeuer nicht, dass er nicht reinläuft. Das ist ja so schlau ist der Typ. Ups. Wisst ihr, wie ich meine? Dass er weiß, okay, wenn er ins Lagerfeuer geht, kriegt er Schaden. Oder dass das so programmiert ist, dass das ihm zeigt, dass da was verbaut ist. Oh nee, nicht speichern, Kollege. Kollege Spiel. Ja, noch 3-4 Pfeile, dann haben wir es doch. Ah, jetzt bewegt er sich. Ah, gespeichert, okay. Voll daneben gefeuert. Jetzt ist er dann gleich down. Bam. Sehr gut. Wow, wow, wow. Ups. Jetzt bin ich ins Lagerfeuer gelaufen. Zack. Zack. Perfekt. Die Werkbank hat sogar Damage bekommen. So, sehr schön.
Den Schlüssel haben wir. Die Trophäe haben wir. Der Bogen sieht noch gut aus. Und lasst uns mal kurz schauen. Ja, die Insel geht hier doch noch weiter. Ich würde sagen, dann geben wir in der nächsten Folge zusammen ab. Und lasst uns mal noch ganz kurz über den Hügel drüber schauen. Und die Samen hier nehmen wir mit. Ja, Hallöle. Leute, wir haben gerade einen Bosskampf gemacht. Da muss man doch mal ein bisschen Respekt bekommen, oder? Bisschen Respekt wenigstens. Das ist so viel zu viel verlangt, oder was? Ja, scheint alles Dunkelwald zu sein. Ja, dann nehmen wir uns mal ein Schiff. Ja, dann fahren wir hier los. Hier sieht es auch aus, als hätte ich da irgendwas übersehen. Hier sieht es noch nach Insel aus. Dann schippern wir hier mal rum. Vielleicht geht es ja auch hier so weiter. Das wäre auch cool. Genau, dann laufe ich jetzt offscreen zurück. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Schrein und gebe die Trophäe zusammen ab. Und dann schauen wir mal, was der zweite Buff ist. Wieso liegt hier Holz? War er das gerade? Also ich war das nicht. Ah, stimmt, der hat doch einmal so ganz seltsam rüber gefeuert. Wahrscheinlich war er das hier. Genau, Leute. So, machen wir's. Na, schaut euch das an. Was der hier hinter alles abgeholzt hat. Du lieber Gott. Heiligsblechli. Schaut euch das an. Der hat den halben Wald hier zerstört, ey. Was stimmt denn mit ihm nicht? Ja, komm, dann nimm das Holz mit und lass die Steine hier. Lass die Steine hier. Okay, Leute, jetzt ist er wirklich gut. Jetzt haben wir hier das ein riesen Chaos. Was hat, wie weit auch? Guck mal. Da hinten ist der Schrein und hier liegt alles. Krass, das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Richtig heftig. Aber da seht ihr mal, wie viel Macht er eigentlich hat. Gut, aber jetzt ist wirklich Schluss. Danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.